Moinsen, willkommen zu meinem Kirby 64, der Crystal Stars Let's Play. Letztes Mal waren wir hier, ich habe vergessen mich vorzustellen, ich bin die Bowser-Legende, hallo. Letztes Mal waren wir im Bergwerk und im Dschungel und ja, ich kann euch sagen, Leute, das war ein ziemlich verrückter Part. Allein schon wegen dem Bergwerk und hier mit dem Dschungel, mit dem wir zu kämpfen hatten. Ein Bergwerk mit den Besprengungen und mit den vielen Cuts. Naja, egal, Leute, ein verrückter Part muss auch passieren. Nicht jeder Part läuft zu 100% korrekt. Na gut, also wir werden dann mit meinem Level anfangen, das ich Whiskyburg getauft habe. Aus welchem Grund auch immer. Alles klar, hier starten wir. Und das ist ein sehr cooles Level, weil der Hintergrund, das ist Wahnsinn. Da merkt man, dass man wieder hoch über den Wolken ist und Kirby keine Höhenangst hat. Und schon fangen wir an, alles niederzumetzeln. Und mein Mauscursor war gerade im Bild. Ihr habt es nicht gesehen, weil ich es ausgestellt habe, aber ich habe es gesehen und das nervt. Los, kommt! Und da ist schon unser erster Kristall. Den können wir so zerstören. Den orangenen Block. Deswegen ist er auch orange, weil das Element, wie heißt das jetzt? Eagle ist ja eigentlich auch orange, aber es wird momentan noch nicht angezeigt wegen den Emulatorfehlern. Okay, Leute, dann gehen wir weiter und steigen über Berge und Tal. Und erklimmen den Neostar. Okay, da ist nichts, da ist nichts. Ich weiß nämlich, dass ein Kristall in einer Schlucht versteckt ist. Und deswegen muss ich jetzt mal Ausschau halten, ne? Und das war's, Leute. Kirby ist in den Abgrund gefallen, weil ich nicht aufgepasst habe. Scheißegal. Wir machen weiter. Kirby lebt. Der stirbt nicht so schnell. Er hat 120.000 Leben. Stellt euch das vor, Leute. Man muss euch 120.000 Mal erschießen, bis ihr endlich sterbt. Da kann ein Mafia-Boss aber lange schießen. Okay, hier ist nichts. Ich weiß die Schlucht leider nicht auswendig, deswegen muss ich jetzt jede abkuppeln. Aber hier weiß ich, dass nichts ist. Und diverse Gegner versuchen uns immer wieder aufzuhalten, ne? Und Kirby fliegt und springt und kickt und schlägt, was das Zeug hält. Kirby gibt's wirklich sein Bestes, um der Fee zu helfen, die den Kristall verloren hat. Die kann höchstens mal Danke sagen. Tschüss, dich brauche ich nicht. Okay, da war wieder nichts. Oh, Fledermäuse, hallo. Da ist auch wieder nichts. Und da auch nicht. Und es wird Kirbys Luft nicht knapp. Okay, in diesen Schluchten ist nichts. Ich habe jetzt die andere auch abgekoppelt. Aua, ihr blöden Viecher, hört doch mal auf damit. Was habe ich euch getan, Mann? Fliegt doch einfach dem Sonnenuntergang entgegen und lasst mich in Ruhe. Okay, Leute, jetzt wird es nervig. Ja, genau das. Weil wir jetzt hier irgendwie... Da Vinci hat uns eine Pizza gemalt. Und die sollen wir jetzt hier irgendwie nachbauen. Mit einer Menge von Blöcken. Und ich habe leider keine Ahnung, wie die Pizza geht. Ich weiß nur den Regenschirm. Und... ja, das ist schon mal falsch. Das auch. Aber das müsste doch jetzt richtig sein. Ach Leute, wisst ihr was? Ich mache einen kurzen Cut. Das dauert ewig, bis wir das dann gelöst haben. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann vorne bei den Blöcken wieder, wenn ich den Kristall entlöst habe. So Leute, endlich. Ich glaube, ich habe jetzt mindestens eine Viertelstunde oder wenn nicht länger gebraucht, um diese Kacke jetzt hier rauszufinden. Und zwar habe ich jetzt keine Pizza gemacht, sondern einen Regenschirm. Ich habe das ganze Level nochmal von vorne starten müssen wegen dieser Kacke. Ich bin so geärgert. Aber egal, was soll's. Es ist bloß ein Spiel, da gehören solche Rätsel dazu. Ja, bloß, dass wir es nicht nochmal machen müssen. Sowas hasse ich.
Okay, jetzt können wir hier weitermachen auf der Whiskeyburg mit 2 Juwelen. Fehlt uns nur noch 1. Okay, was ist das für eine Mischung? Habe ich noch nicht gesehen. Ach so, die da. Ah doch, kenne ich. Die brauche ich nicht, die ist kacke. Ich glaube hier unten irgendwo. Nein. Da war ja nicht. Eigentlich runterfallen. Okay, super. Kirby hat frische Luft getankt. Nein, Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin total ausgepowert wegen dieser Kacke. Ich bin fast eingeschlafen. Was haben sich die Macher da nur. Ja, da war ja super. Das muss ich mir merken. Genau da, wo der Stern hin zeigt. Gut, Leute, dann jetzt einfach nur noch raus hier aus diesem Level. Dass wir es fortsetzen können. Spring, hopp. Okay, und jetzt kommt was ganz Cooles. Und zwar sind es die Steine. Die sind so gebaut wie Kirby. Wenn man das hier liest, das ergibt dann den Namen Kirby. Das ist mir beim allerersten Mal durchspielen gar nicht aufgefallen. Okay, ich schnapp mir die Karte da hinten. Okay, Leute, jetzt seht ihr mal mein absolutes Lieblingslevel. Aber vorher muss ich noch ein Item holen oder eine Kraft schon wieder. Ja, so ist Kirby 64 der Kristallsatz leider. Wir sehen uns nachher. So, da bin ich wieder, Leute. Ja, was tut man nicht alles für einen 100% Run in einem Let's Play? Okay, starten wir mein Lieblingslevel. Deswegen ist Neostar auch mein Lieblingsplanet. Yeah, genau. Ich habe Levels mit Lava schon immer geliebt. Und die Kraft Eis habe ich mir geholt. Die werden wir hier brauchen. Aua. Und hier fallen schon Steine runter, weil der Vulkan, der bricht aus. Nein, hört auf. Oh, ich das hasse jetzt. Ich bin total, die Luft ist komplett raus jetzt. Ich mache das jetzt nur noch wegen euch, Leute, sonst hätte ich schon längst aufgehört. Das Level ist etwas länger, Leute. Es kann sein, dass wir den Endboss in diesem Part jetzt nicht mehr erreichen. Das macht aber auch nichts. Weil schließlich gibt es ja Let's Plays mit über 200 Parts. Hauptsache man hat Spaß und die Zuschauer haben auch Spaß dran, den Let's Player zuzugucken. Weg mit dir und mit dir auch. Los, haut ab. Verzieh dich. Kuchen. Oh man, dass Kirby nicht schwitzt. Sagt bloß, er kann nicht schwitzen. Er hat keine Schweißdrüsen oder was. Nein. Okay, jetzt kommt ein lustiger Ritt mit König DDD. Jetzt hilft er uns, weil hier sind überall Passagen, die uns den Weg versperren. Und lange haben wir mit König DDD ja auch nicht mehr Spaß gehabt. Er hat uns lediglich geholfen, aber gespielt mit ihm haben wir nicht mehr. Erst im... Ich glaube, auf Rockstar war das das letzte Mal. Springen und hopp. Geht kaputt, ihr Mistdinger. Lasst mich durch. Jetzt kommt der König. Nix da. Kein Feuergespucke. Für mich nicht. Verpiss dich! Aua! Und hier ist ja ein Kristall, Leute! Der erste von diesem Level. Vorsicht, Feuer! Okay, das war's. Alles klar. Von hier aus möchte ich alleine weitermachen. Hey, da! Ja, das war jetzt nicht lustig für Kirby, aber für uns schon. Aua. Miese Feuerviecher, ihr habt aber eine Temperatur drauf, du. Sandwich. Okay, noch mehr Feuerviecher. Hier wimmelt es ja von Lava, Feuer und deswegen liebe ich dieses Level so.
weil Feuer und Lava eigentlich meine absoluten Favoriten sind. Deswegen bei Pokémon liebe ich auch die Feuer-Pokémon über alles. Und warum ich mir jetzt das Element Eis geholt habe, das seht ihr gleich. Das kommt schon noch. Hopp. Spring. Und Lavakanäle. Warum die Lava so langsam fließt, kann ich mir nicht erklären, aber sie ist heiß. Und Kirby verbrennt sich natürlich nicht den Schädel. Realität weit, weit entfernt. Komm her. So, hierfür habe ich mir das geholt, nämlich weil hier ist der Kristall versteckt und das kann man nur mit Eis schmelzen. So, alles klaro, mach den Maro. Hey, diesen Spruch habe ich lange nicht mehr gesagt. Okay, und jetzt kommt die Lava, also der Vulkan bricht jetzt langsam aus. Und jetzt verfolgt uns die Lava von hinten. Ihr schmeißt das Eis jetzt weg, ich brauche das nicht mehr, jetzt muss ich hier durchrattern, ohne dass mich die Kacke fängt. Ich habe den Braten vergessen, aber scheißegal. Renn, Kirby, renn, was das Zeug hält. Friss das Eis. Aber nicht verbrennen. Tja, jetzt sterbt ihr auch alle, wenn ihr dort rumsitzen bleibt. Okay, okay. Schneller, Kirby, die Lava kommt. Und die Gegner versuchen uns aufzuhalten, sterben am Ende aber selber. Wo ist die Logik? Nirgends. Okay, und weg hier, Leute. Ab bis hierhin. Weiter kommt die Lava nicht. Dann werdet ihr jetzt gleich sehen, was passiert. Sie wird nämlich aufgehalten. Genau hier. Weiter kommt sie nicht. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Ab hier steigt die Lava nämlich nach oben. Es ist ja ein Vulkan. Das ist logisch, dass die Lava mal ausbricht. Oder dass der Vulkan halt mal ausbricht. Aber was stimmt, Leute? Wir haben ja unseren dritten Kristall noch nicht. Aber hier ist er. Also, nach dem Part muss ich auf jeden Fall was essen. Ich habe jetzt total viel Kalorien verbraucht durch diese Kacke da mit diesem blöden Mist. Rätsel. Ja, die Rätsel in Kirby 64 sind schon manchmal, ich wollte episch sagen, aber total nervig eigentlich. Episch ist ganz was anderes. Ach du Kacke! Ah, jetzt hat's. Okay, ging. Kein Problem. So, weiter als bis hierher kommt die Lava eh nicht. Oh, super. Gleich ist wieder Ruhe im Vulkan. Kirby setzt sich mal hin und chillt. Und fertig, das war's. So, Leute. Das war's. Level beendet. Ich bin kaputt, ey. Schade. Wein nicht, Kirby. Du siehst so traurig aus. Ich finde es immer so schade, wenn der Kirby am Ende weint. Okay, Leute. Es wäre noch Zeit, aber ich höre auf. Wir sehen uns im nächsten Part und bekämpfen dann den Endboss von Neostar. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Bowser-Legende. Servus!